Halt dein Ghost da oben. Hast du mich verstanden, das Maul zu halten? Also, wo ich bei meinem Moped den Auspuffer wegmontiert habe, da bin ich zweimal angezeigt worden. Wegen Lärmübertretung angeblich über 98 und so. Und der Dreckspatz da oben, der kann gerade gellen, dass sich Balken birgt. Der braucht sich an keine Verkehrsregler halten. Da drückt das Auge des Gesetzes beide Ohren zu. Ja, ja, aber wenn die Grüne am Ruder wären, dann wäre es noch viel schlimmer. Da kennt ihr den Fuchs, den letzten Hen aus dem Stall holen, der dürfte ja nicht einmal verschießen. Gottes Willen, Kai Uwe, schnell! Da sitzt ein Mann im Gras. Regungslos. Was heißt denn da regungslos? He? Soll ich neben dem Versprecher noch tanzen? Ich schaff da hin. Ich bin der Knecht vom Ganterhof. Kai Uwe, was meint dieser Mann? Also ich kann beim besten Willen keine Silbe verstehen. Ja, ich denke, er sagt, er ist so eine Art Farmfacharbeiter. und nimmt eine Zwischenmahlzeit zu sich. Ein guter Mann, wir sind vom rechten Weg abgekommen. Ja, ja, ja. Wir suchen die... Ach, wir haben uns völlig verfranst. Ja, ja, nicht? Wir suchen ja, wie Hänsel und Gretel. Ja, bloß älter und bläder. Jetzt, was sucht ihr denn? Wo will ihr denn nach? Wir suchen die oberschwäbische Barockstraße. Barockstraße. Ja, wer soll da wohnen? Wo sollt ihr sein? In Ravensburg oder in Weigand? Sie, jetzt fällt mir das ein. Ja. Sie kennen ja doch sicher den Gnirle-Schaschi. Wie will ich? Der Gnirle-Schaschi, der hat 20 Jahre lang in der Maschinenfabrik gearbeitet. Sie, der wohnt in der Barockstraße 17a. Der Gnirle, halt mal, halt, die hat anders geheißen. Ähnlich, aber ganz anders. Charlottenstraße. Der wohnt in der Charlottenstraße 17a. Ja. So, dann will er dir also in Charlottenstraße. Die Barockstraße, nicht? Ich meine, Sie kennen doch sicher Steinhausen. Ja, oder vielleicht Ochsenhausen. Nein, ich kenne eben Warthausen. Ja, ist denn dort etwa auch eine bedeutende Kirche? Eine Kirche? Ja. Nein, eine Brauerei. Ja, wieso wollt ihr in Kirche? Heute am Heiligen Wettig. Aber da ist bei uns nichts geboten. Bloß am Sonntag und da auch bloß noch um 10 Uhr. Wisst ihr, wegen dem Zölibat. Die kriegen doch keine Leib mehr. Nein, wissen Sie, wir wollen die Kirchen studieren, besichtigen, erleben. Mein Lebensgefährte ist Kunsthistoriker. Ja. Wo ist mein Herr, wenn ich fragen darf? Wir sind aus Norddeutschland. Ja. Möchten Sie für ganz da bleiben? Möchten Sie lebenslänglich hier verweilen? Nein. Nur für ein paar Tage. Ach so. Ja. Na, geht's ja noch mal. Guter Mann, Sie kennen doch sicher die Basilika zu Weingarten. Ja, sicher. Das hättet ihr doch gleich sagen können, dass ihr da nachwählt. Ihr Norddeutsche sind doch sonst nicht aufs Maul geflogen, oder? Ja, dann können Sie uns doch sicher sagen, ob diese bedeutende Kirche romanisch ist. Weiger. Oder gotisch. Nein, nix, oder vielleicht barock. Nix. Nein, nichts. Katholisch. Hundertprozentig katholisch, so wie ich auch. Schatzilein, schau, es ist eine stilechte Hochbarockkirche. Und früher war sie romanisch, nicht wahr? Ja, das kann schon sein. Also mir ist einmal nichts aufgefallen. Wisst ihr, bei uns wird so viel bestelt und rumdrägelt. Also gemerkt habe ich nichts, gell? Vielleicht haben sie es schwarz gemacht.
Also, Sie meinen, wir. Ja, wir ja, gehen hier lang. Ja, ja, das hat keinen Wert, wisst ihr? Allein nichts findet sie ohne Weg, sieht nein. Wie wollen Sie? Allein nichts finden Sie. Allein nichts finden Sie einen. Wissen Sie eventuell, was Wellerwerks heißt? Wenn Sie nicht wissen, was Wellerwerks heißt, dann kann ich Ihnen auch wieder erklären, was Unterwegs heißt. Wissen Sie, das ist Unterwegs egal, weil Wellerwerks und Unterwegs ist Wellerwerks das Gleiche. Also das ist ich habe so schreckliche Schmerzen. Oje, hocken Sie nur her, hocken Sie her. Alles geschwollen. Kann Sie blasen, hä? Blasen. Bitte? Er blattert es. Es sind fürchterliche Schmerzen. Aber, sieh, das habe ich auch gehört. Fürs Album. Album. Ja, danke schön, danke. Das habe ich auch gehört an der Pfingsten 39. So mäßig. Ja, und was haben Sie dagegen unternommen? Na, das ist ja so, da dagegen gibt es nur Eumittel. Ja. Na ja, aber das hilft nichts. Da dagegen gibt es nur ein Hilfsmittel, aber das ist um ein sonst. Nichts. Ja. Nichts. Ja. Was, sagen Sie mal, was gibt es denn bei Ihnen Feines zu Tisch? Ochsenmaulsalat. Wie meinen Sie? Ochsenmaulsalat. Rindermund geschnetzelt. Appetitlich aus. Ja, das ist von den eigenen Rindviechern, wisst ihr? Und ich kenne ihn ja seit Jugend auf. Ja. Ja. Und wenn du jemanden kennst von Jugend auf, wirst du lang nicht so über die Ohren kauen. Lang nicht. Ja. Also schrecklich, eine gottverlassene Gegend ist das hier. Ja, so ist es eben. Wisst ihr, in die gottverlassenste Gegend, da hat es die schönste Kirche und die schwärzeste Partei. Aber diese unerträgliche Schwüle, wie Sie das nur aushalten. Das ist eine Ebola-Hitze. Eine alte Bauernregel sagt schon, ist Katharina heiß, braucht der Bauer viel Schwein. Weißt du, Schatz, er hat diesen herrlich urwüchsig schwäbischen Mutterwitze. Ja, freilich. Wisst ihr, der Vater hat bei uns gar niemand kennt. Wir müssen. Was ist jetzt das für einen Dialekt, wo Sie sprechen? Dialekt? Ja, was ist? Wir sprechen lupenreines Hochdeutsch. Ich hab's halber denkt. Ja. Ich hab's halber denkt, weil ich inzwischen dann immer wieder ein Brechele verstanden. Prima, also wir verstehen Sie auch schon ganz gut. Ja, prima. Also wir gehen ja, wieder. Ja, pass auf, da führe ich. Ja. Sie laufen, da Hanna führe. Wir tun was? Da führe ich. Und linke Hand, da haben wir eine Grumbeere drin, gell? Also was für Birnen? Eine Bodenbeere haben wir. Herdäpfel. Was? Sie laufen an einer Pommes-Frites-Plantage vorbei. Seht da vorne. Er spricht von einem Kartoffelfeld. Ja, Sie da vorne kennen Sie sich noch an dem Äpfelbäumle. Ein Äpfelbrocken, die sind ungespritzt. Da brauchen Sie die Schäfer gar nicht wegmachen. Da brauchen Sie die Schäfer, da brauchen Sie die Runde gar nicht entfernen. Wir haben als Kinder die Äpfel mitsamt dem Äpfelputzer gefressen. Wir haben als Kinder, als Unerwachsene, haben wir die Äpfel mitsamt dem Delicious Gehäuse zu sich genommen. Vielen Dank, und lassen Sie sich nicht von der Arbeit abhalten. Recht, nicht? Tschüssi! Viel Glück miteinander. Also, wenn ich mich so schlecht
mit meinen Mitmenschen verständiger kennt wie dir zwei. Ich ginge ohne blinden Hund nicht aus dem Haus.